Zentrum der Ausstellung Look Closer, Kunst Afrikas im Archiv Himmelheber, steht tatsächlich ein Archiv. Das Archiv des Kunstethnologen Hans Himmelheber, das wir in den letzten Jahren hier am Museum Riedberg erhalten haben. Das Archiv besteht aus Objekten, Fotografien, Filmen und Texten, die Hans Himmelheber auf seinen Reisen zwischen 1933 und 1976 in Westafrika und Zentralafrika gemacht hat. Er ist als einer der ersten in die Côte d'Ivoire gereist, um wirklich die Künstler zu porträtieren, zu dokumentieren, wie sie arbeiten und auch ihre Namen zum Beispiel zu notieren. Rund um dieses Archiv haben wir ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, zusammen mit der Universität Zürich, mit Professor Gesine Krüger. Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich eine Forschung finanziert bekommen vom Schweizerischen Nationalfonds, um eben die Wissensproduktion rund um dieses Archiv aus verschiedenen Perspektiven zu ergründen und zu erforschen. Wir haben die Ausstellung Look Closer genannt, weil das ein Ansatz ist, den Hans Himmelheber in seiner Arbeit verfolgt hat. Es war das genaue Hinsehen und Dokumentieren und Beschreiben, das wirklich seine wissenschaftliche Arbeit ausgemacht hat. Und für uns war das wirklich eine Motivation, die Ausstellung so zu benennen, aber eben auch selbst genau hinzusehen und zu analysieren, wie die Ästhetik der einzelnen Objekte ausschaut, aber eben auch die Besuchenden einzuladen, sich auf diesen genauen Blick und diesen nahen Blick zur Kunst Afrikas einzulassen. In der Ausstellung sind die Materialien des Archivs von Hans Himmelheber zu sehen. Das heißt, wir sehen wirklich Objekte, die er in Liberia und in der Côte d'Ivoire zum Beispiel erstanden hat, deren Herstellungsprozess er dokumentiert hat. Die Namen der Bildhauer wissen wir ebenfalls. Neben den Objekten zeigen wir in der Ausstellung auch Archivalien. Darunter befinden sich zum Beispiel Briefe, die er mit seinen Studierenden aus der Columbia University in USA geführt hat. Wir zeigen Feldnotizen, wir zeigen Tagebücher von ihm, damit man nachvollziehen kann, wie Hans Himmelheber eigentlich seine Forschung gemacht hat. Zu sehen sind auch Etiketten, es sind die Rückseiten von Kunstwerken zu sehen, weil Hans Himmelheber auch zeitlebens sein Archiv und die Objekte, die er in Afrika erworben hat, wiederum inventarisiert hat, nummeriert hat und eigentlich auch schon archiviert hat. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass es eine Zusammenarbeit zwischen dem Museum Riedberg und der Universität Zürich ist. Es sind verschiedene Disziplinen der Geschichte, der Kunstgeschichte und der Ethnologie, die zusammengearbeitet haben. Aber es geht vor allem auch bei unserem Projekt um die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus der Côte d'Ivoire und der Republik Kongo. Das Besondere an der Ausstellung ist auch, dass wir sehr eng mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Côte d'Ivoire und aus dem Kongo sowie eben auch aus der Diaspora zusammenarbeiten. Wir haben verschiedenste Künstlerinnen eingeladen, sich mit dem Archiv, mit den Objekten und den Fotografien und Filmen von Hans Himmelheber auseinanderzusetzen. Daraus entstanden sehr vielfältige Kunstwerke, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, aber eben die auch während der Laufzeit jetzt noch weiter entstehen. An dem Archiv ist besonders zum einen dieser Kunst- und Künstleransatz von Hans Himmelheber, der auch für unser Museum sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite werden Objekte und Fotografien gezeigt, die so noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Und deshalb laden wir alle ein, wirklich zu kommen und diese einmalige Gelegenheit wahrzunehmen, dieses reichhaltige Archiv hier kennenzulernen. Wir konnten aber trotzdem nur einen Bruchteil hier in der Ausstellung dieser 930 Objekte, 15.000 Fotografien und Dutzenden Filmen zeigen. Deshalb haben wir eine digitale Plattform gegründet, das African Art Archive.ch. Dort kann man das Archiv und Hans Himmelheber in all seinen Facetten kennenlernen. Man kann
auf ganz neue Art und Weise in diesem Archiv auf die Suche gehen kann, sich überraschen lassen von neuen Suchmaschinen und eben auch ganz viele Texte über Himmelheber lesen. Dabei war uns wichtig, dass das Archiv aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und gelesen werden kann. Es gibt die Multiple Readings, wo es Texte gibt von Künstlerinnen und Künstlern, von uns KuratorInnen, aber eben auch von zum Beispiel der Gestalterin über die Idee hinter der Gestaltung dieser Ausstellung. In der Ausstellung sehen wir zum einen historische Künstlerinnen und Künstler. Hans Himmelheber war eben einer der ersten, der wirklich auch Namen von Bildhauern notiert hat und eben ihr Leben und ihr Werk dokumentiert hat. So sehen wir zum Beispiel den ersten Künstler Kwakodili aus der Elfenbeinküste, der 1933 von Hans Himmelheber besucht und erforscht wurde und dokumentiert wurde. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ein Künstler mit Namen in einem Buch der damaligen Zeit erschienen ist. Ein weiterer Künstler, den Himmelheber porträtiert hat, ist Sabo Bibote. Sabo Bibote hat vor allem in der Mitte des 20. Jahrhunderts viele neue Mastentypen erfunden. Das war in der Zeit der Unabhängigkeit, in den Unabhängigkeitsjahren der Côte d'Ivoire. Hier sehen wir zum Beispiel diese Maske, diese Sauli-Maske mit einer Figurengruppe von Dan-Akrobaten. Und es war eben sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit in den 50er und 60er Jahren, solche Masken mit diesen Figurengruppen zu machen. Und darin sieht man dieses kreative Potenzial, was Sabo Bibote zur damaligen Zeit eigentlich auch schon erlebt und ausgeführt hat. Neben den historischen Künstlerporträts zeigen wir auch Installationen und Kunstwerke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Insgesamt haben wir 4 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit dem Archiv auseinanderzusetzen. Dazu gehört Michel Magema, Obugbe, Desiree Amani und David Chongo. In unserem Residency-Programm mit Black Swiss Artists haben wir 3 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich weiterhin auch mit unserem Archiv, aber auch mit unserem Museum als Institution auseinanderzusetzen. Dazu gehören Jerry Ann Davis, New Kid und Teddy Pratt. Das Besondere an der Ausstellung ist zum einen, dass man wirklich in die Kunst Afrikas aus einem Blick von Hans Himmelheber eintauchen kann und damit auch versteht, welche gestalterischen Prinzipien für die Künstlerinnen und Künstler der damaligen Zeit eine Rolle gespielt haben. Auf der anderen Seite kann man in der Ausstellung entdecken, wie dieses Archiv von Hans Himmelheber entstanden ist, wie ethnologische Forschung vor sich geht, und zwar nicht nur von seiner Seite, sondern eben auch in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung vor Ort. Und wir haben diese zusätzliche Perspektive der zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen, die sich kritisch auch und wohlwollend mit dem Archiv auseinandergesetzt haben und ganz eigene Positionen und Lesarten dazu entwickelt haben.